ich kommentiere einen Kommentar von mir, also nicht von mir der Kommentar, sondern von einem meiner Abonnenten, kann ich nur zustimmen und recht hat er. Also und recht hat er, Punkt, 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 kann ich nur zustimmen. Ja, wie gesagt, ich habe, also ich bin wirklich jemand, der wirklich direkt in den Laden reingeht und auch nach den Dingen sucht. Ich habe heute von Julian Bam diesen Eistee entdeckt. Da ist wirklich das Gesicht von Julian drauf. Genauso wie es anscheinend bei Gönnergy der Fall ist. Aber es gibt Gönnergy im Laden nicht. Ich habe versucht, überall in den Läden zu gucken, zu schauen, hier in Hamburg. Weit und breit nichts von Monte, von Montana. Irgendwie scheint die Lieferung nicht angekommen zu sein oder es gibt da irgendwie Schwierigkeiten, keine Ahnung. Aber wenn es ein Getränk im Regal nicht gibt, dann gibt es das Getränk auch nicht im Handel. Das ist meine Meinung. Warum sollte man da groß drumrösten wie Montana und sagen, ja, es gibt Gönnergy, aber in den Läden steht es nach wie vor nicht. Also ich habe jetzt wirklich wieder ein paar Läden abgeklappert und es muss doch als Kunde möglich sein, dann auch das Produkt zu bekommen. Und deswegen stimmt mir der Kommentator hier auch zu mit und recht hat er, kann ich so unterstreichen oder kann ich so, ne? Kann ich dem nur zustimmen. Also vielen Dank für deinen Kommentar. Und ja, wenn ich Gönnergy gefunden hätte, dann würde es es ja auch geben und dann hätte ich schon längst hier getestet. Aber man muss auch ein Produkt im Laden kriegen. Zu Weihnachten gibt es immer Lebkuchen. Da wird gar kein Brei drum geredet, um heißen Brei, sondern dann gibt es den Lebkuchen schon im September oder Oktober. Dann schon lange vor Weihnachten. Aber Gönnergy, weit und breit keine Spur. Ich wäre schon längst vertrocknet.